So, und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Wir befinden uns jetzt endlich in den Tausender-Folgen. Das heißt, endlich geschafft, endlich. Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich da bin, dass wir das endlich hinbekommen haben. Und hier sind wir ja gerade immer noch, jetzt abseits mal von Atomkrieg und was weiß ich was, sind wir ja immer noch dabei, diese riesige Brücke zu bauen. Das Problem ist, wenn ich jetzt wieder anfange rumzuquatschen oder rumzuhampeln, dann kommen wir zu nichts. Das heißt, wir müssen... Nein! Es fängt ja super an. Also, es hat sich nichts geändert tatsächlich. Das Problem ist nur, wir haben so einen Arsch Arbeit vor uns. Und damit das nicht unnötig viele Folgen werden, dachte ich mir, ich ziehe das jetzt wirklich mal einfach straight durch. So. Huch. Peter? Nee, ich habe ja irgendwie einen Knick in der Optik gerade. So. Bei der Mondscheinsonat. Wo ist denn der Mond? Da ist der Mond. Momentan immer noch ohne Shader. Die holen wir uns ja später noch dazu. Ups. Und jetzt haben wir ja erstmal 50 Milliarden Dinger, die wir ja verlegen. Sag mal, das gibt's doch nicht. Boah, also wenn ich eine Sache hasse bei Minecraft, dann ist es ja dieses... Ah nee, das ist ja nicht Minecraft, das ist ja von dieser... Pass mal auf, die schmeiße ich jetzt einmal mal weg hier. Weil die werden uns nämlich jetzt immer wieder in die Quere kommen und ich möchte jetzt nicht da hinten bis zur Kiste laufen, weißt du, und dann extra bla bla bla. Ich wollte einfach mal durchzimmern. Ich wollte jetzt einfach mal zeigen, hey, das können wir auch. Und ich habe schon die Befürchtung, ich glaube, ich habe noch einen anderen Stack gesehen. So einen kleinen Stack haben wir noch im Inventar, wenn mich nicht alles täuscht. So. Irgendwas wollte ich jetzt noch erzählen. Ich wollte noch eigentlich was zur Folge 1000 erzählen. Eigentlich habe ich nur die Hälfte von dem geschafft, was ich ursprünglich machen wollte. Ich wollte ja wirklich auf alle Wünsche eingehen. Aber das war einfach, das war unmöglich. Da hätte ich jetzt noch irgendwie 2 Wochen gebraucht, weil ich kann neben... Ich muss ja trotzdem noch auch arbeiten und die normalen Games müssen ja auch weiterlaufen. Und da war es halt schwierig, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen und so weiter und so fort. Ich habe mich bestmöglich bemüht. Er bemühte sich im Rahmen seiner Fähigkeiten. Naja, jedenfalls, es hat zum Glück einigermaßen hinge... Willst du mich verarschen? Die Holzdinger rutschen nach, aber die richtigen nicht? Es ist ja wohl unfassbar. Wie gut, dass hier alles funktioniert. Naja, jedenfalls, ich wollte dann noch andere Sachen machen. Ich wollte auch noch ein paar mehr Abonnenten verlesen, aber das war irgendwann auf Dauer auch zu viel des Guten. Und dann gab es aber auch so Wünsche wie, Furz mal im Let's Play. Ich hab Furz gesagt. Das ist natürlich, ja, das, mein Vorhaben war ursprünglich, also die Atombombe sollte eigentlich Furz beim Let's Play und dann weiß es schon. Aber naja, das hat sich dann alles ergeben. Ich muss das alles so ein bisschen machen. Die Folge 1000 war so ein bisschen mein persönliches Ultima 9. Ich musste vom Originalskript komplett abweichen und musste gucken, wie ich dann ein neues drumherum schustere und dann hat man diese Fernsehidee, die natürlich aus Folge 500 bereits war, da aber anders verwendet wurde. Und das mit den Sendern, naja, das war einfach nur... Alter, das gibt's doch nicht zur Kontinuität, das gibt's doch... Wie gut das funktioniert einfach. Pass mal auf, dann lege ich die da hin. So, und es wird auch langsam wieder Tag. Und wir können hier ganz gemächlich einmal rüberzuppeln. Ich glaube, ich hole dann auch noch gleich ein paar Ingredienzien, damit wir noch ein bisschen weiter bauen können. Denn wir haben noch einiges zu tun. Es gibt ja noch... Von das Geländer wird interessant. Oh, oh, oh. Bei dem Geländer werde ich mich richtig schwer tun. Schwer tun. Was hatte ich denn noch alles auf der Liste, sag mal? Ach ja. Ich wollte ursprünglich, das war ja auch geplant, auch als eigener Sender, hatte ich sogar mit reingebaut. Ich habe es aber wieder rausgenommen aus einem besonderen Grund. Ich hatte einen Let's Read der interessantesten... Ich sag mal, Hater-Kommentare, die ungeduldig auf die 1000 gewartet haben. Das war lustig auf jeden Fall. Das war so ein bisschen andächtig. Gronk, du bescheuerter Wichser. Ich töte deine Nachgeburt. Deine, ich weiß nicht, deine, da bla bla. Da waren so Kommentare dabei, dass man echt dachte, man hat den Leuten irgendwie die Eltern weggenommen oder sonst irgendwas. Oder irgendwas völlig... Menschenunmögliches getan, dass man da quasi so durch und durch beleidigt wurde durch Mark und Bein. Ich wünschte, du hättest Krebs.
und sowas, weißt du, weil die Folge 1000 nicht kam. Da muss man sich aber überlegen, dass die Leute offenbar den... Also es ist für mich schön zu wissen, weil den Leuten muss es auf jeden Fall so gut gehen, dass sie keine anderen Probleme haben, außer Minecraft Folge 1000. Außer eine Zahl auf YouTube. Und wenn man ein Leben hat, was einem das ermöglicht, dass man sich wirklich darüber ärgern muss oder dass das Problem für einen darstellt, dass eine Zahl auf YouTube vielleicht nicht ganz so läuft, wie man das erwartet hat und man sich deswegen dann so furchtbar aufregen muss. Also erstens tun mir die Eltern dann natürlich leid. Und zweitens, ich hole jetzt mal ein paar Ingredienzien. Alter. Ist das nicht ein bisschen übertrieben mit der Brücke, sag mal? Jetzt sag doch auch mal was. Das ist doch schon ein bisschen zu krass, oder? Ich meine, wir müssen die auch fertig kriegen im Let's Play. Also auf jeden Fall, ich freue mich natürlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der einige jüngere Menschen oder Menschen, die sich etwas jünger benehmen, sage ich mal, in der man dort offenbar nicht so viele Probleme hat, als dass man sich über sowas aufregen muss. Finde ich gut irgendwo. Wenn man drüber nachdenkt, finde ich das eigentlich ganz gut. Auch wenn ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich muss so ein paar hundert wegblocken. Und dann wollte ich, von denen quasi ein Let's Read machen. Und das mit ins Video nehmen. Ich habe es aber nicht gemacht, aus dem Grunde. Ich wollte denen keine Bühne bieten, keine Oberfläche bieten. Ich wollte da einfach mich wirklich auf die positiven Sachen konzentrieren und nicht auf so einen Mist. So, Derpy ist leider gerade im Urlaub. Genau wie die Shader hier. Lädt er schon wieder nicht? Oder liegt das daran, dass ich gerade Optifine noch aus habe? Ich weiß es nicht. So, und da sieht man mal, ohne Derpy, das Hin- und Herfliegen nervt zwar ein bisschen, weil man immer flup, 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 flup. Aber man sieht jetzt gleich den Weg, den wir sonst zurücklegen müssten. Und natürlich hat der Wald nicht gebrannt. Also der Wald hat schon gebrannt, aber natürlich nicht in dieser Karte hier. Wie man sieht, da sah hinter sah der Weg hier übrigens total lächerlich aus. Ohne Wald sieht die ganze Gegend voll lächerlich aus. Wenn hier einmal ein Funke fällt, ist alles vorbei. So. Na gut, dann holen wir uns mal ein paar Holzstüfchen und so weiter und so fort. Die werden wir noch brauchen fürs Geländer. Alter, wie es hier aussieht einfach. So ohne Optifine. Huch, ich will ja nicht am Geländer vorbeilaufen. So. Tritra, Trulala, Kasperle ist wieder da. Ja, das wird jetzt auch ein schönes Stück Arbeit. Aber ich mache erstmal drüben die. Mache ich drüben erstmal die Brücke oder soll ich vielleicht hier doch ein bisschen machen? Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wie komme ich denn jetzt da rüber? Ich guck mal ganz kurz, vielleicht können wir ja einen Berg abtragen oder sowas. Dann müssten wir die Bergbude opfern, aber die ist zur Hälfte ja eh schon weg. Pass mal auf, ich mache hier mal gerade ganz kurz einen Weg durch. Da müssen wir nicht mal so weit laufen. Und dann kann ich ja hier schon mal ein bisschen Erde klatschen. Dann rollen wir den Berg einfach weg. Ich würde gerne Erde holen, aber leider haben wir ja kein Lagerhaus mehr. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Die Idee dahinter war natürlich, also hinter dem Krater und Pipapo, die Idee dahinter war natürlich, also muss ich zugeben, das war so ein bisschen SimCity auch. Weil bei SimCity ist es halt so, und das war schon immer so, und das war auch die Herausforderung daran, dass man immer diese Katastrophen hat. Da kommt Godzilla, da gibt es einen Vulkanausbruch, ein Erdbeben, neulich hatten wir jetzt Zombies im SimCity Let's Play. Und die Idee dahinter war, dann haben wir hier zum Beispiel auch wirklich eine Atombombe gezündet einfach, oder ein riesiger Krater. Es kann ja auch ein Meteoriteneinschlag sein. Und müssen dann versuchen, damit aber klarzukommen, damit zu leben. Und damit sind natürlich auch unsere ganzen Sachen aus dem Lagerhaus weg. Das heißt, wir sind jetzt wieder darauf angewiesen. Ich habe zum Beispiel auch gar keine Rüstung mehr. Die haben ja vorher abgelegt, schlauerweise. Das war total klug. Das war das smarteste Move ever. So, dann hauen wir hier mal alles weg. Wir haben ja Zeit. Meine Güte, was soll der Geiz? Und wenn wir eins haben, dann ist es auf jeden Fall Holz. An dieser Stelle übrigens nochmal ein herzliches Dankeschön an AndyLP1986. Der hat nämlich eine Mod geschrieben, mit der man tatsächlich... Also es gab einige Leute, die die Mod geschrieben haben. Und vielen Dank auch an alle. Ich habe mich dann für die Mod von AndyLP... ich weiß gar nicht, ob man das jetzt... Ich glaube, die habe ich gar nicht drin momentan. Verdammt.
Das war so eine Sapling-Mod, mit der man jetzt wirklich pro Blatt dann wirklich jeweils ein Sapling kriegt, ungefähr so im Schnitt. Werden wir noch brauchen, aber jetzt momentan haben wir natürlich erstmal dringlichere Probleme. Und zum Glück haben wir die Items noch, also hier die Schaufel und so. So, muss gleich mal gucken, dass wir da auch genug Platz haben im Inventar, das weiß ich gerade nicht aktuell. Doch, ein bisschen haben wir noch. Das geht alles noch sehr. Ja, dann machen wir jetzt tatsächlich, es kommt mir gerade so ein bisschen ungewohnt vor und die Gegend hier sieht jetzt auch so grau aus nach der Atombombe. Das ist, naja. Ist ein bisschen ekelhaft. Gut, dass wir keine Halbwertszeit haben. Andererseits würden mir vielleicht noch zwei weitere Arme wachsen in-game. Das wäre nicht das Schlechteste. Dann könnte ich ja doppelt so schnell arbeiten. So, und das Tropenholz können wir natürlich später nutzen. Um dann entsprechend auch wieder Holz zu haben, Stickies zu haben und so weiter. Vielleicht machen wir dann mal eine Behausung aus Tropenholz, das weiß ich noch nicht. Jetzt fängt natürlich der interessante Part an. Boah, ich finde das da hinten übrigens extrem geil. Mist, ich kann nicht ranzoomen. Mit der Monsterfalle, das sieht aus wie so Büroetagen. Wie so eine Tiefgarage, die so nach unten geht. Das finde ich extrem geil. Und die Hälfte von da oben ist auch weg. Naja, wir wollen mal keine Müdigkeit vorschützen. Und fangen mal gleich an mit dem Terraforming. Ich hätte gern so einen Besen, mit dem ich hier so ein bisschen den Staub reinkehre. Was man übrigens kaum sehen kann, ist, dass wir da unten Fackeln haben von irgendeiner Höhlenerkundung, die fein säuberlich an der Reihe da aufgelistet sind. So, dann bauen wir hier alles wieder zu und dann haben wir unten einen wunderschönen Keller. Den können wir natürlich nach und nach ausbauen. Da machen wir dann irgendwie, ich weiß gar nicht, da können wir ja irgendwas Schönes hinmachen. Eine Arena oder vielleicht die weltgrößte Cornflakes-Schüssel. Oder. Da gibt es sicherlich einiges, was man da machen kann. Hey, ich sehe da unten Diamanten. Ach, da ist ja unser Kohlevorrat. Von der Bergbude. Der ist natürlich auch zur Hälfte weg. Generell könnten wir uns natürlich erstmal die Rohstoffe da unten rausholen. So, die Frage ist nur, wie kommt man da jetzt runter? Scheiße. Ach, hier sind wir. Ah, hier sind wir hier drunter. Okay. Kann ich mich hier langsam runter. Aua, hangeln? Na, das geht ja. Schrittchen für Schrittchen geht das schon. Ich hoffe. Ich habe leider keinen Geigerzähler dabei. Ich hoffe einfach mal. Das geht schon in Ordnung so. Ach, du Heilige. Hallo, Bedrock. Ich dachte schon, ich bin... Nein! Mann. So. Heilige Scheiße. Da oben noch die schwarzen Wolken. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh reingesprungen in das Loch. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall... Also ich glaube, 10 Folgen werden wir bestimmt brauchen, um das hier zuzubauen. Da mache ich dann vielleicht auch ein bisschen Überlänge oder so. Das muss ich mal gucken. Ach du Heilige. Komme ich denn hinten noch hoch eigentlich? Komme ich da überhaupt hoch? Ich versuche mal da hoch zu klettern. Gold und sowas und die Rohstoffe können wir ja später abbauen. Die brauchen wir jetzt nicht zwingend. Diamanten sind natürlich schick. Aber sowas wie Gold, das können wir ja später machen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt jetzt machen. Haben wir denn Kohle dabei? Nee, Kohle wäre ganz hilfreich. Wir brauchen ja auch Fackeln jetzt. Mehr denn je. Juhu, Erfahrungspunkte. Das heißt, ich kann dann wieder enchanten. Das ist ja schon mal was. So, boom. Ach du Heilige. So, hier sind wir offenbar schon gewesen. Eisen nehme ich vielleicht doch mit. Dann können wir uns nämlich noch Waffen machen. Und Rüstung vor allen Dingen. Ich brauche unbedingt Rüstung. Ein Sturm der Entrüstung brauche ich. So, hier fliegt eine Fackel einfach mal in der Luft. Aber das passiert. Die Gesetze der Schwerkraft sind auf den Kopf gestellt.
Außer bei mir, ich bringe genug Eigengewicht mit, dass ich stets in allen Lebenslagen niemals den Boden unter den Füßen verlieren werde. Das ist mein Geheimnis. Hey Gronk, du bist so bodenständig. Was? Du nennst mich fett? Ach ja. Alter, wie krass das einfach mal aussieht von hier. Das ist echt wie so eine Büroetage, wo einfach die Hälfte rausgerissen wurde und jetzt... Irgendwas leuchtet hier gerade noch rot. Ich weiß gar nicht, was das war. Die Sonne, glaube ich. Monkey Island Musik, na klar. So, komme ich dann da jetzt auch nochmal... Ist jetzt ja auch egal. Ich kann ja mal ein paar Glasblöcke wegnehmen. So, dann gehe ich mal nach oben. Dann gucken wir uns das ganze Ausmaß mal von der anderen Seite an. Okay, wir gucken uns das Ausmaß wohl doch nicht von der anderen Seite an. Da muss ich mal kurz... Ich muss da mal tricksen. So, das ist also die Arena. So, die Tür war auf der anderen Seite. Da gibt's keine Tür mehr. Scheiße. Ich muss Andreas Türk holen. So, zum Glück haben wir hier nie fertig gebaut. Da kann ich mal von hier aus gucken. Monster habe ich übrigens gerade mal aus Gründen aus. Andererseits wäre es ein bisschen authentischer, wenn wir die anmachen, ne? Ist schön. Hat irgendwie was. Doch, ja. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen Aufbauarbeit kosten. Da hinten sehe ich schon... Ne, ich sehe den Kackstift von hier hinten nicht mal. Aber, naja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir haben ja das Let's Play noch 1000 Folgen jetzt, die wir voll machen können bis zur nächsten Bombe. So, da hinten ist aber alles Taco, ne? Ich hatte übrigens noch ein paar lustige Szenen mit dem Haus da drüben. Ach, weißt du was? Die zeige ich gleich einfach mal. Die schneide ich gleich einfach mal rein. Warte, jetzt, ich gehe mal wieder zurück. So, ach, ich muss auch gleich Aufnahmepause machen. Egal, ich schneide gleich die lustige Szene mit dem Dingens rein, mit dem Sommerhäuschen. Da hatte ich noch was fürs, aufgenommen, auch für die Tausender und so weiter. Es gibt viele Sachen, die ich nicht verwendet habe, leider. Es gibt auch viele Sachen, die ich noch machen wollte, zu denen ich nicht kam. Es gibt noch viel Potenzial für weitere Späße. So, ich würde gerne mal sehen, wie da drin Zombies, ohne Ende Zombies rumlaufen. Das wäre geil. So, pass mal auf, ich gehe mal ganz kurz zum Hauptmenü und natürlich sind das hier nur Kopien. Ich habe 30 Milliarden Kopien angelegt für die Folge 1000, weil das mit der Atombombe hat ja auch nicht beim ersten Mal geklappt und so weiter. Hier ist das Rollback zum Beispiel, da habe ich mir noch die 300er angeguckt. Hier ist noch, wo war ich denn da? War ich da am End? Muss ich mal ganz kurz gucken. Machen wir jetzt mal einfach eine Day-After-Folge hier draus. Ah ja, da bin ich gerade am End, sieh an. Hua, der Ender. Wieso sehen die Ender hier so? Die Ends. Hua, Alter. Voll erschrocken gerade erstmal. Weil ich weiß nicht, was die Situation ist. So, erstmal kümmere ich mich um den da. So, der brennt jetzt erstmal. Und jetzt können wir uns erstmal gucken, ob der Typ sich wieder beruhigt hat. Jetzt können wir uns theoretisch gemütlich um den Drachen kümmern. Ach, jetzt dreht er ab. Wieso sehen denn die Ender hier so komisch aus? Ach, ja, natürlich, weil ich Optifine immer noch nicht drin habe. Was hier an der Karte interessant ist. Pass mal auf, ich mach mal Folgendes. Übrigens, es wurde sich gefragt, warum die Pfeile nicht weniger werden. Das liegt natürlich daran, dass wir hier, zack, Bogen der Unendlichkeit haben, ist ja klar. Und wir verlieren so wenig Hitpoints, weil wir hier natürlich eine entsprechende Rüstung haben und so weiter und so fort. Und ich springe jetzt mal ganz kurz. Hui! Okay, wiederbeleben.
Ist ja egal. Das sind ja alles Backups. So, diese Welt hier zum Beispiel, das wollte ich eigentlich auch zeigen auf dem Heimwerker-Kanal. Diese Welt ist eine Welt, die generiert worden wäre. Wir haben ja, ich muss dazu ausholen, wir haben ja in Folge 1 noch mit einem ganz anderen Map-Generator bei Minecraft angefangen, weil ich ja noch mit der Alpha-Version gespielt habe. Der wurde über die Jahre hinweg immer mal wieder geändert, so dass immer wieder neue oder andere Sachen entstanden sind. Es gab auch neue Biome sind hinzugekommen, wie Dschungel und sowas. Und das hier wäre die Welt, hier ist der Startpunkt, das hier wäre die Welt mit dem gleichen Seed von unserer Let's Play-Welt, wenn wir sie heute angefangen hätten. Das ist ganz interessant eigentlich. Da kann ich ja mal ganz kurz, das öffne ich mal ja ganz kurz im LAN, so. Mach mal Game Mode 1 und dann fliege ich hier mal ganz kurz rum, weil die Welt an sich, Alter, da ist natürlich sofort der erste fette Blobbel. Die Welt an sich ist extrem episch auch wieder, also ist wirklich extrem geil. Also ich habe teilweise Landschaften gesehen, das gibt es gar nicht. Und dann auch die Festung hier mit diesen Schluchten unter der Festung und sowas, das sieht einfach, das ist die geilste Festung, die ich überhaupt in Minecraft je gesehen habe. Und die haben wir alle mit dem gleichen Seed, mit demselben Seed, Entschuldigung. Und so weiter und so fort. Ich, na gut, jetzt ist Nacht. Jetzt sieht es nicht so gut aus. Und ohne Shader ist auch irgendwie oll. Man ist inzwischen schon ein bisschen verwöhnt, ne? Muss man ja mal sagen. Und das erste, was wir hier haben, ist Dschungel. Ich habe ja schon Tempel gefunden. Ich habe mir die Welt natürlich ein bisschen angeguckt aus Neugier. Ich habe gleich Tempel in der Wüste gefunden, NPC-Dörfer und so weiter und so fort. Ist wirklich gar nicht so schlecht. Also der Seed ist echt gut. Sollten wir jemals neu anfangen mit Minecraft, dann auf jeden Fall mit demselben Seed und dann mal gucken, was wir daraus machen. Aber ob das noch passiert, ich weiß es nicht. Ich habe schon überlegt, die jetzige Let's Play-Karte quasi dann einfach, also alles, was wir gebaut haben, quasi alles in eine neue Karte einzuführen, die wir mit dem Seed nochmal generieren. Damit hättet ihr den Seed dann auch. Weil ich den schon mal in einer Folge verraten habe. Quasi als kleines Mini-Nebenspecial. So, jetzt, und jetzt natürlich, während ich aufnehme, finde ich natürlich nichts von all dem, was ich versprochen habe. Geile Tempel, super. Das Einzige, was ich jetzt finde, ist ein Dschungel. Ist doch klar. Weil ich ja jetzt aufnehme. Das ist der Vorführeffekt. Na los, jetzt zeig mal irgendwas Tolles hier, lieber Kartengenerator. Wie stehe ich denn sonst da? Die Leute wollen doch was sehen. Ach hier, das ist ja auch cool. So ein bisschen Bikini-Atoll. Bikini. Ja, ist schon gut. Okay, wir haben hier Strand. Ich muss bei so einen Gegenden, denke ich, immer sofort an die Mörderhöhle, die auch in Folge 1000 vertreten war. Und ich glaube, Folge 1000 war besser, wenn man schon länger zugeschaut hat, weil man die Sachen mit mehr eher erkannt hat, die alle eingebaut wurden. Es gab immer sehr viele Anspielungen. Und natürlich Leute, die erst ab Folge 900 gucken oder so oder bei 999 mit eingeschaltet haben, um rumzurenten, die können das natürlich nicht... Na, ach, das sind Creeper. Die können natürlich vieles davon nicht nachvollziehen. Was natürlich immer ein bisschen schade ist, aber es ist ja eigentlich eher ein Danke an die Leute, die auch schon dabei, die auch schon vielleicht etwas länger dabei sind und so weiter und so fort. So, jetzt aber jedenfalls, ja, total eindrucksvoll. Das ist also die Karte mit Seed. Ja, ist super spannend. Suizid! 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 Ach ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Suizid! Hahaha! So, das war der Suizid und was habe ich denn noch alles hier? Sachen, die ich gar nicht zeigen darf. Und man sieht übrigens an den Zeiten. Das war 10.05.0.13, stimmt. Und ab da habe ich ja die ganze Zeit durchgeleiert. 11.05., 4.46, 5.16, 7.07, 7.47, 7.55, 4.43. Da weiß man schon, was ich die ganzen Nächte über gemacht habe. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Heute ist übrigens der 13. Ach, das ist ja interessant. Hier, 12. auch. 12. 7 Uhr, 12. 6 Uhr, 12. 5 Uhr morgens. 12. 4 Uhr morgens, das war am 11. Also ich habe zwei Nächte eigentlich komplett durchgemacht, ohne Schlaf. Ich glaube, den einen Tag habe ich irgendwie 2 Stunden mal kurz zwischendurch geschlafen, aus Versehen. Ja, naja, das war interessant. So, auf jeden Fall, wo ist denn jetzt die richtige Let's Play-Welt? TNT, TNT 2, Let's Play 300? Was war die Let's Play 300? Ach ja, ich habe ja gerade Animal Bikes und Industrial Farming Mod nicht drin. Ach, das hatte ich ja, genau, da hatte ich was probiert. Ach, du Heilige. Na, Beppo, setz dich mal hin.
Stimmt, hier hätte ich was probiert. Das war eigentlich, ich glaube, so eine ähnlicher Status wie die andere Welt. So, nur das ist hier, ich glaube, hier sieht es ein bisschen... Ich guck mal ganz kurz. Ja, was hier passiert ist, das hat man ja schon gesehen. Wir haben hier nämlich Besuch von... Ja, wir bauen ja in der nächsten Folge dann wieder weiter an der Brücke. Ja, wir jetzt dödeln wir hier halt ein bisschen rum. Das muss man zwischendurch auch mal machen. Ja, wir haben hier tatsächlich Besuch von... das war kurz nachdem die Drachen eingeführt wurden, als sie noch gar nicht offiziell mit drin waren. Habe ich immer spaßeshalber in der Spielewelt spawnen lassen und das ist dabei rausgekommen. Was irgendwie ganz cool aus. Hier so. Dümmste Krake ever. Schnauze! Schnauze! Die wollen auch immer auf die Fresse haben. So, aber wir sind ja eh unsterblich. Ach, das sieht aber schon cool aus. Gegen die Sonne sieht das schon ganz geil aus. Ich finde es echt schade, dass der Notch... Oder, beziehungsweise, Entschuldigung. Ich finde es echt schade, dass die Entwickler den Drachen nur am End haben oder beschwören lassen, weil der sieht hier eigentlich ganz geil aus. Wenn man den runterstufen würde, dann könnte man so kleinere Drakes machen zumindest, die in der richtigen Welt rumfliegen. Das kommt irgendwie schon geil. Die müssen ja nicht unbedingt alles zerstören können. Das wäre nicht so schön, wie man sieht. Aber auf jeden Fall wäre halt ganz geil, das mal hinzukriegen. So, und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Let's Play Rollback, Let's Play Kopie. Let's Show ist ja auch so eine Sache. Kennt man ja noch von damals. Da haben wir das Let's Play. Ich glaube, das müsste das richtige Let's Play sein. Oh, Mist. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich gerade die Animal Bikes nicht drin. Aber egal, jetzt ist Derpy leider gerade auf Urlaubsreise. So, und hier, wir verlassen das Spiel so, wie wir angefangen haben. Ich schalte dann jetzt nochmal gleich kurz die lustige Szene zwischen mit dem Sommerhaus, die ich versprochen habe. Und wir sehen uns dann wieder in der morgigen Folge. Dann geht's aber richtig weiter. Dann können wir ja wieder den gleichen Teil der Brücke bauen. Ist total schön. Ich bin eben ein echter Brückeberger. ja, Entschuldigung. So, bis neulich. Tschüss. The bomb has been planted. Und jetzt mache ich auch noch Hebel dazu. Halla, 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 halla. Oh, Hebel ist da. Halla, 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 halla. Sicherheit, halla, Sicherheit bringen. So, halla, halla, boom. Oh, großes Feuerwerk. Oh, wer immer da wohnt, wird bestimmt große Vergnügen haben. Das ist mein Haus. Okay. Dann gehe ich schnell nach Hause. Schnell, 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 bevor Lava kommt. Schnell nach Hause. Hier bin ich in Sicherheit vor der großen bösen Lava. Das Haus wird mich beschützen. Ah, es ist schön. Jetzt erstmal frühstücken. Lecker Stühlchen. Lecker Stulle mit Mett natürlich. Oder Leberwurst. Oder irgendwas. Weiß ich nicht. So. Ziegenkäse. Mit lecker Ziegenkäse aus eigener Pressung. Es ist ein bisschen warm hier drin. Gut, ist natürlich Südlage und ach, hier da oben tropft es wieder ein bisschen durch. Ja, ist ein kleiner Wasserraumbruch. So, hier. So, wir Taliban, wir wissen schon, lustig zu leben, gemütlich zu wohnen. Da kommt von oben eine gute Gesundheitscreme aus dem Boden und hier, ach ja, das ist schöne Aussicht. Ja, schön, schön. Ja, wenn man so lebt wie wir, dann versteht man es zu leben. Ja. So, hier oben habe ich eine Fußbodenheizung installiert, auch in den Wänden, wie man sieht. Das ist der neueste Schrei. Und apropos Schrei, es wird doch langsam ein bisschen wärmer hier drin. Ach, guck mal. Ach, der Kamin brennt. Das ist ja hutzlig. Ach, schön, erstmal die Hände. Aua, aua, die Füße wärmen. Och, ja, jetzt, ich gehe mal lieber nach unten. Hier ist es auch schön, dann der Blick in den Vorgarten überall. Oh, Frühstück hat sich gerade erledigt. Was mache ich denn jetzt? Es gibt übrigens auch einen schönen Keller. Hier unten, der gehört auch mit zum Haus. Leider ohne Kisten. Weiß nicht, wo die sind. Hat bestimmt immer geklaut. So, komme ich vielleicht... Nee. Vielleicht, ich könnte ja wieder hoch... Nein, das ist auch eine schlechte Idee. Nein, ich glaube, ich bleibe einfach freiwillig unten. Und ach, guck mal, die Fußbodenheizung kommt durch. Hier unten habe ich natürlich eine Deckenheizung.
So, ein bisschen umdekoriert. Uah, ich wollte gerade flüchten, das hat sich gerade erledigt. So, langsam wird es doch ein bisschen ungemütlich. Vor allen Dingen wird es langsam heiß. Was machst du denn, wenn von überall Feuer kommt und von überall die Lava auf dich eindringt und so weiter? Du bist gefangen in deinem Haus. Und egal, wo du dich rausgraben willst, überall kommt Lava durch. Spätestens jetzt würde ich mir extrem scheiße vorkommen in der Situation. Das Problem ist, dass die Lava ja überall durchbrechen wird. Egal, wo man sich versteckt, die wird überall durchbrechen. Und wenn es quasi, je tiefer man geht, desto mehr ist man gefangen, wenn man nicht nach draußen kommt. Wir sind ja umgeben von einem riesigen Ballon aus Lava. Was mache ich denn jetzt? Okay, langsam wird es doch ein bisschen brenzlig. Komme ich hier vielleicht raus? Doch raus irgendwie? Nein! Okay. Ich probiere einfach mein Glück. Ich grab mich hier so schnell wie möglich nach vorne. Ja, Wasser. Kein Weg führt zurück. Da kam gerade die Lava noch rein. Und wir sind frei. Wir sind frei. Ach du heilige Scheiße. Ja, das war unser Sommerhaus. Oh. Thorsten Tully hat sich ausgebaut. Sommerhaus. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ach, ich komme hier gar nicht raus wegen dem Eis. Hier ist alles eingefroren. Hilfe. So, Schnee. Ach Mensch, ja, sieh mal eine an. Da wird aber bestimmt bald alles erkalten. Das sieht aus wie ein fetter Vulkan. Nein, nicht mal ein Vulkan. Das sieht einfach aus wie ein fetter Schwall. Ein riesiger Pudding aus Lava. Naja, egal. So, bis später. Tschüss. Ach so, ganz kurz, das war natürlich Teil des der Folge 1000, sollte das ursprünglich werden, ausschnittweise. Ist es dann aber nicht geworden. Deswegen habe ich es dir einfach mal rangehangen. Einfach mal, weil ich die Szene so lustig fand, wie man von Lava im Haus eingeschlossen wird. Haha, ist voll lustig. Muss man selber unbedingt mal erlebt haben. Ja, so, jetzt ist aber hier genug Schwarzbild. Bis morgen. Tschüss.